Da, di, da, di, da. Willkommen zurück zu Let's Play Hollow Knight. Und wir haben eigentlich viel zu tun. Eigentlich wollte ich hier, glaube ich, gar nicht weitermachen, sondern wieder zurückgehen. Hab nur einen Speicherpunkt gesucht. Los Problemos ist justos, dass wir hier noch nie gewesen sind. Also, in diesem Teilbereich hier. Oh, die Oma. Die Oma. Die Oma hat gute Rente kassiert. Aber nicht rechtmäßig. Aua. Ich habe diese Schläge auch nicht rechtmäßig kassiert. Deswegen nehmen wir den auf. Den Zwischenaufzug. Oh, das sind ja mehrere. Ui. Ui. Shito. Das ist japanisch für... Ich mach sie alle fertig. Ah, sag ich doch. Da liegt wieder was. So. Die Rentenauszahlkasse bedankt sich für das Journal. Toll. Gedacht, da findet man guten Scheiß. Und was findet man? Keinen guten Scheiß. Okay. Komm wieder runter, L-Aufzug. Mir ist nämlich noch eingefallen, nachdem ich die letzte Episode beendet habe, dass ich eigentlich ja noch mit meiner mickrigen, massiven, super neuen Technik mal diese Puppe vertrimmen wollte, um zu gucken, ob da tatsächlich noch irgendwelche Sachen bei rumkommen. Okay. Ja, komm her. Du auch. Ja, das bringt ja mal gar nichts. Okay, da komm mal rein. Wie kommen wir da runter? Warum? Oh, Archie, Archie, Bomba, Archie, Bom, Bom. Vor Weihnachten bring ich dich um. Na. Wie komme ich da hin? How is it possible? Oh. Ein... Ach so. Nein! Machen wir es. Ah, so. So, Rentnerkassen, you are mine! Oh, wo kommt... Da Fuck, wo kommt der denn her? Au! So. Nom, 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 lecker, lecker, Gold, Gold, Gold. Ja, 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 also Sitzgelegenheiten? Aber natürlich, bei diesen Sitzgelegenheiten darf ich mich nicht ausruhen. Die sind so sehr gepolstert, das verträgt mein Magen nicht, oder was? Da komm ich... Moment, ich hier wollte... Genau da wollte ich hin. Oh. Los Mega. Wo führt denn das hier hin? Waren wir hier schon mal? Ich meine, das ist... Oh. Ich habe keine Karte für dieses Gebiet. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch. Verdammt, ich finde zu viel, wo wir noch nicht waren. Also finde ich jetzt hier Korn. Oh no. Na, geh mal weg, du Sahneschnitte. Au! Fark! Fark! Hopp, rum, rum! Fark! Fark! Mann! Da hau ich dich! Au! Den kriege ich. Der kann nicht springen, den kriege ich. Ouchi! Narf! Guck mal hier! Haha! Fark! Den kriege ich. Fark! Dreh dich um. Tade, du kleiner Scheißkerl! Du drehst dich zu schnell! Um! Ha! So, geht doch. Ist hier die richtige Wahrheit? Ach, statt der richtigen Wahrhaftigkeit! Nur ein untergegangenes Stück Subjektkultur. Oh, ich finde zu viel in diesem Spiel! Oh wow. Noch mehr Gebiet. Ich will mal hier auch noch nicht. Hätte ich von hier aus mal runterkommen können? Ich habe das Gefühl, hier wäre ich schon mal gewesen, aber... Offensichtlich nicht. Ja. Betrachten wir das und... Ui, noch eine Bahncard.
Ich will doch nur erstmal Dinge schaffen, bevor ich neue Sachen aufmache, woran ich mich nie wieder erinnern kann. Und dass sie da gewesen sind. Okay, was ist das hier? Verflucht seien die, die sich dem König entgegenstellen. Jetzt bin ich aber der König, also helft mir gefälligst, ihr Sackratten, beim Besiegen meiner Widersacher. Na, oh, Moment. Stopp, nein, doch nicht, okay, eben nicht. Das hier scheint mir wie eine Art Friedhof zu sein. Die Beobachter. Um das Gefäß zu schützen, schlafen die Träumer. Monomon, die Gelehrte, in ihrem Archiv umgeben von Dunst und Nebel. Lurien, der Wächter, in seiner Warte die Stadt überblickend. Hera, die Bestie, in ihrem Bau inmitten der tiefen Dunkelheit jenseits des Königreichs. Dank ihrer Hingabe trotz Thailands Nest der Ewigkeit. Okay, die Bestie, da waren wir schon mal. Aber da konnten wir nichts gegen nichts kämpfen. Standort der Träumer zur Karte hinzugefügt. Gehe nicht weiter, kleiner Schatten. Was zwingt es, die Dunkelheit zu verlassen? Was führt es dazu, in dieses heilige Königreich zurückzukehren? Ein Ruf von jenseits der Siegel, vom Gefäß oder diesem Gefangenen nicht? Würden die Siegel brechen? Sie könnten nicht geöffnet werden. Aber das Gefäß wird schwächer. Die Seuche verbreitet sich aufs Neue. Sie müssen geöffnet werden. Doch unsere Siegel halten. Unsere Pflicht besteht. Es muss verbannt werden. Unsere Pflicht besteht. Es möge geschehen. Uiuiuiuiuiuiui, ich platze gleich. Verblasse, kleiner Schatten. Verblasse und lasse uns in Ruhe schlafen. Okay. Wo bin ich? Oh meine Güte, ich krieg nicht mal kleinste Dinge zu Ende erkundet. Dieser Schmetterlingsverschnitt sieht aber echt schnick. Oh Gott, ist das geil hier. Ich liebe diesen Arztteil. Oh mein Gott. Das Ding hier raucht vieles an hochteuren Spiel. Ich weiß gar nicht, wie teuer das hier gewesen ist in der Entwicklung, aber ich habe den Eindruck, es raucht so das meiste, was jemals erschienen ist in den letzten Jahren, einfach mal relativ easy in der Tasche. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ich habe eine Affinität zu 2D-Spielen, ja. Moku Batese. Was für ein schreckliches Schicksal sie dir auferlegt haben, dich in diesen Raum zwischen Körper und Seele zu werfen. Wirst du ihr Urteil annehmen und langsam dahinschwinden? Oder wirst du die Waffe vor dir an dich nehmen und dir deinen Weg aus diesem traurigen, vergessenen Traum bahnen? Ich habe die Kraft! Ich habe den Traumnagel. Oh, noch Y. Halte Y, um einen Hieb mit dem Nagel aufzuladen und auszuführen. Zerschneide den Schleier zwischen Traum und Erwachen. Moment mal! Wer bist du? Ich hoffe, du bist nicht die Hebamme. Du bist zurückgekehrt. Wir kommen zurück in der wachen Welt. Diese Gestalten, diese Träumer, sie haben dich mit dem bisschen Kraft, das ihnen noch bleibt, in diesen verborgenen Ort gezogen. Aber dieses Artefakt, das du jetzt trägst, der Traumnagel, er kann den Schleier zerschneiden, der die wache Welt von unseren Träumen trennt. Nicht einmal die Träumer selbst können sich vor solch einer Waffe verstecken. Ich muss jedoch zugeben, dass diese heilige Klinge mit der Zeit stumpf geworden ist. Gemeinsam können wir ihre Kraft vielleicht wiederherstellen. Du musst mir nur Essenz bringen. Essenz, die kostbaren Fragmente des Lichts, aus dem Träume gemacht sind. Sammle sie, wo immer du sie finden kannst, und bringe sie zu mir. Wenn wir genug haben, können wir gemeinsam Wunder vollbringen.
Geh hinaus in die Welt, Träger. Jage nach der Essenz, die sich dort verbirgt. Sammle 100 Essenz und kehre zu mir zurück. Ich werde dich mehr lehren. Die Lesogon. Du bist immer noch ungeübt in der Kunst der Träume. Sammle 100 Essenz mit dem Traumlager, besuch mich wieder. Und ich werde mein spärliches Wissen mit dir teilen. Essenz findet sich überall dort, wo Träume Wurzeln schlagen. Hast du sie gesehen, diese flüsternden Pflanzen, die überall in diesem alten Königreich wachsen? Ich glaube, eine davon ist gleich dort draußen. Schlage sie doch einmal mit deinem Traumnagel, um zu sehen, was passiert. Ist das theoretisch eine bessere Waffe oder ist es einfach nur ein Artefakt? Ewige Ruhestätte, das klingt ja mega. Gib die. Oh mein, oh Gott, ich hab gedacht, 100, das geht ja bestimmt. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt ja eine ganze Menge finden. Ich hoffe, das Spiel hat alles Avocado eingetragen, was ich da jemals gefunden habe. Obwohl, das geht ja, hier habe ich ja schon fast 100. Das ist ja schon 14. Mann, das war ein sehr ergiebiges Bäumchen. Ich hoffe, die anderen sind ebenso gut gediehen, gedeiht. In deinem Leibe. Hupzi. Wo zum Henker? Schon wieder ein Gebiet, was mir nichts sagt. Uiuiui. Ja. Oh, es ist ein Arsch. Okay. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Arsch ist, aber klar ist es ein Arsch. Das erwarte ich doch auch anderes, warum es ein Arsch nicht ein Arsch wäre. So. Wir haben den. Es wäre bestimmt einer, der an der Sex-Hotline anruft. Moment. Hoppala. Ah! No. Toll, ich habe jetzt gedacht, dass ich dem Quietsch... Ach so, das war der Quietscher. Ich verwechsel sie immer wieder. Also mit den Yoshis! Noch mehr Yoshis? Wow. Da hatten sie Lust, was zu verstecken, glaube ich. Siegel von Heilandsnest. Ja, verkaufbar. So, da kommen wir doch, meine Güte. Okay, wir erkunden jetzt Dinge, die wir nie erkunden wollten. Weil wir sie erkunden können, weil ich versehentlich da ent... Heilige Nutter. Okay. Okay, also das ist das, was wir eben gefunden haben. Gibt's hier irgendwie einen Cornifer? Ich will einen Cornifer hier haben. Guck mal, ob hier... Cornifer haben. Der blaue See. Ja, so blau. Vergiss das. Ein Schloss am blauen See. Am wunderschönen blauen See. Wo alle Käferfreunde sind. Was zum Teufel ist das hier für ein Ort? Oh, dieses ist alles so mystisch hier. Ich glaube es. Akt. Okay. Bäh. Aha. Uiuiuiui. Ein kleines Gebiet hier. Und wir finden wieder ranzige Eier. Immer noch niemanden gefunden, der sie haben möchte, aber... Vielleicht als Zusatz-Super-Bonus-DLC-Gebiet oder sowas. Upsi. Vielleicht braucht der letzte... Vielleicht können wir den letzten Boss mit einem schönen... Omelette knacken. Oh, okay. Was haben wir denn hier sonst? Noch einen Cornifer, please. Cornifer? Are you here? Infizierte Wegkreuzung. Oh, das klingt so mega. Magst du nicht dicht aus... Da, ich dachte doch.
Ewige Ruhestätte? Okay. Warum ist diese... infiziert? Holy shit. Mariba Usso. Oh, du hast mich überrascht, hallo, hallo. Komm rein, Schätze, komm rein. Ich fühle mich wie zu Hause. Ich bin Salubra und das hier ist mein gemütlicher kleiner Talismanladen. Haben dir die Stadtbewohner gesagt, du sollst zu mir kommen? Ja, das hier ist ein reizvolles kleines Dorf, nicht wahr? Warm und vertraut und voller Leben. Worüber sprachen wir doch gleich? Ja, Herr Talismane, wie ich sehe, hast du bereits deine eigene Sammlung begonnen. Sehr schön. Ich zeige dir ein paar von meinen. Und wenn du willst, kannst du einen mit nach Hause nehmen. Nur ein Talisman. Sockel. Ich weiß jetzt, was ich hier ausgeben tue. Zwei Sockel sind jetzt mehr als mein. Was können die anderen Sachen denn? Gemein. Lebensblutherz. Beströmt diesen Talisman sich eine körperliche Verfassung verbessert. Langnagel, dieser Nagel, den du trägst, hinreißen, aber ist etwas kurz. Los, nimm diesen Talisman mit nach Hause. Plötzlich werden deine Gegner in Reichweite sein. Okay, das ist nett. Kostet aber auch nur zwei Sockel, aber die habe ich ja gerade gekauft. Stabiler Körper. Wenn du trägst, kannst du beim Schwingen deines Nagels standfest an einer Stelle stehen. Auch nicht verkehrt, aber ich glaube, ich habe mich mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt. Solltest du irgendwann Zauber lernen, dann solltest du dir diesen Talisman kaufen. Ich habe gehört, der mache Zauber viel stärker. Ja, benutze ich zu selten dafür. Und der Schnellfokus. Der Kristall in seinem Innern ist hübsch, nicht wahr? Exquisit sogar. Ich habe gehört, dass Kristalle einem helfen können, sich zu fokussieren. Wenn dich so etwas also interessiert, solltest du diese Schönheit mit nach Hause... Ich habe keine Ahnung, was das bringt, das mit dem Fokussieren. Vielleicht kann ich damit schneller meine Aufladung aufladen, also meine Lebenspunkte wieder regenerieren. Also klingt auf jeden Fall fast... Nein, ich hab nicht nach oben gedrückt! So. Lalalalale. So, okay, und über mir ist die Kartbahn zur ewigen Ruhestätte. Oh Gott! Ach Gott! Ja, dann nehmen wir eben jetzt die Kart... Wie komme ich jetzt wieder... Toll, ich komme nicht wieder zurück nach Hause von hier aus, oder was? Oh. Von wo sind wir jetzt? Nee. Fako, oh, das darf doch nicht. Doch, ich schaffe es. Ich habe den Eindruck, dass wir hier wieder irgendwie coole Sachen erleben können. Aber der blaue See, den verlassen wir jetzt erstmal. Erstmal, wenn wir hier durch sind, geht's wieder zurück. Und dort erleben wir dann deutlich mehr. Erkunden wir dann. Hoffe ich zumindest. Das Einzige, was mich jetzt ein wenig... Wie soll ich das jetzt beschreiben? Okay, das hatten wir... Stimmt, das hatten wir geöffnet. Und dann sind wir quasi in Ohnmacht gefallen. Okay, dann... Upsili. Dann kehren wir noch einmal in diesen oberen Teil hier zurück. Schau mal. Immer noch keine Karte für dieses Gebiet. Bobs. Okay, eigentlich wollte ich ja mal hier gucken, ne? Ach, hier war die Tram. Okay. Dann ist das wahrscheinlich das andere Teilgebiet, was dieses Gebiet von diesem anderen Gebiet trennt. Ja, ich rede gerade ganz viel mülligen Müll, habe ich das Gefühl. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Cornifer hier... Bleib stehen, wer dieses Königreich verlässt, wird verflucht. Es ist besser, hier zu bleiben, bis die Zeit selbst stillsteht. Hoffnung und Freiheit. Ich dachte, durch Stärke allein könnte ich diese Dinge erlangen. Ich träumte davon, die Seuche mit meinen Nägeln zu zerschneiden. Und dann richtete ich meine Waffen dem König entgegen. Als ich an diesem heiligen Ort aufwachte, fing ich an zu verstehen. Die, die hoffen, sind schon verdammt. Hoffst du noch, Reisender? Wirst du fliehen? Oder wirst du deine Waffe ziehen und uns beide verdammen? Den Kriegertraum heraus. Xero. Uff. Wo war die letzte Bank? Ah, scheiß drauf. Wir werden es rausfinden. So. Sacre bleu. Nix, hoi. Was? Ich habe... Ach so, das ist wieder von unten hochgekommen. Ja. Lega noch. Shit.
Nein, du gehst wieder zurück zu ihm. Oh, da. Nein. Oh. Hui. Nix hui. Mal sehen, in Phase 2 wird er wahrscheinlich seine beiden Nägel einsetzen. Oder er hat ein paar mehr. Hui. Oh Gott. Nein, der geht wieder zurück. Oh, den habe ich eindeutig doch getroffen. Oh, lass mal wieder hier hin zurückkommen, mein Boy. Okay, der war jetzt irgendwie deutlich einfacher, als ich gedacht habe. Gibt's dafür auch Traumzeug? Na, jetzt verstehe ich. Wer sich dem König entgegenstellt, ist verdammt, sobald er seine Waffe zieht. Nenne mich nicht einen Verräter. Nenne mich einfach nur einen Narren. Ich weiß, du wirst nicht fliehen. Wohin du auch gehen magst, ich werde dich beobachten. Ich werde immer bei dir sein. Oh! Oh, und plötzlich haben wir richtig Zasterkohlen, traummäßigerweise. So, dann werde ich mal mich voll machen. Und wenn ich die nächste Bank betrete, sollte ich vielleicht dran denken. Das war aber jetzt keiner von euch, oder? Wo ist die Olle? Könnte hier in der Nähe sein. Ah, hier sind wir nach unten gelaufen, ne? Und dann sind wir hier, haben wir den Durchbruch gemacht. Es ist echt schade, dass kein Cornifer da ist, aber die könnte uns ja... Moment. Nein, das war der falsche Knopf. Okay, so kriegen wir das Ding hier auch nicht auf. Okay, hätte gedacht, könnte was Cooles drin sein. Aber nein, natürlich nicht. Ups. Na, was heißt schon natürlich? Oh. Gib mir Seele zurück. Aber sie machen nicht automatisch komplett voll. Oh, hier ist... Oh, cool. Da gehe ich gleich mal hin. Das könnte uns in eine weitere Nähe bringen. Kann ich mit... Ach so, der ist der Toten gedacht. Reuige Motte. Träume geehrt. Ah, das war der Baum, den wir zuerst entrindet haben. Hm, vielleicht öffnet sie uns jetzt diese Traumtür. Oder ich brauche ein anderes Siegel dafür. Ja, Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. Hm, du hast schon 100 Essenz gesammelt. Schnelle Arbeit. Du hast ein Händchen für vieles, nicht wahr? Kein Wunder, dass die Träumer dich in diesem alten Traum begraben wollten. Vielleicht haben sie Angst vor dir. Oder vielleicht sehnten sie sich nach deiner Gesellschaft, da sie auch Gefangene sind. Wie dem auch sei, du hast immer noch einen weiten Weg vor dir. Nimm dieses alte Schmuckstück als Ermunterung, kehre zurück, wenn du 200 Essenz gesammelt hast. Tollen Siegel von her. Kann ich verkaufen. Kann ich verkaufen. Na, okay, dann geht die Tür noch nicht auf. Aber vielleicht spät, ja. Aber ich kann mir fast vorstellen, dass ich so um die 1000 sammeln muss. Oh, hier wäre Cornifer gewesen. Tut mir leid, dass ich verpasst habe und nicht verlaufen habe. Exzellenter Preis, Cornifer. Gut. So. Wir haben 2 Slots übrig. Was? Zauberbändiger. Reduziert die Seelekosten von Zaubern? Okay. Zeichen des Stolzes, nein, zu viel. Sprintmeister. Kann schneller wieder sprinten, ja, vielleicht. Verteidiger. Spornpilz, Baldurpanzer. Schützt den Träger beim Fokussieren. No. Moment, ich hatte doch dieses... Achso, nee, das Ding habe ich gar nicht gekauft, das Fokussieren-Teil. Spornpilz, Fokussieren, Spornpilz. Nein, nein, nein. Was war denn hier mit dem Verteidiger? Ist den Träger einen heldenhaften Luftverströmen? Nee. Ja, das Zauberbändiger scheint... Warten, das hier nochmal. Reichweite des Nagels erhöhen. Was kostete das hier? Wie löse ich das wieder? Ablegen A. Ach da. Dann nehme ich doch den... Moment. Zeichen des Stolzes. Die Reichweite des Nagels ist... Ja. Das klingt nach einer... Klingelinging! Ich möchte eine Karte kaufen. Bringe mich doch wieder zurück nach Mistmund. Da.
Lange her, da ist das letzte Mal, dass ich aufgebrochen bin, würde ich mal sagen. Aber wir haben relativ viel hingekriegt. So langsam. Jetzt muss ich nur noch mich dran erinnern, wo die Verkaufstür gewesen ist. Warst du das? Nee, du warst der, oder? Hä? Hinabsteigen? What the Henker ist hier los? Oioioioi! Mann, den haben sie aber ein Riesenzäpfchen in den Hintern gestoßen. Gewollen, was? So, es gibt also einen neuen in unserer Runde. Ich habe ein Geschenk für dich, Krieger. Als Warenhändler muss ich zugeben, dass es mir recht schwerfällt, mich ohne Bezahlung davon zu trennen. Doch als der Großmeister der Nagelkunst muss ich deine Fähigkeiten anerkennen. Du hast die Künste meiner Schüler erlernt. Die Tradition besagt, dass nun auch du unser Zeichen tragen darfst. Mama. Trage es mit Stolz, Nagelmeister. Du sollst der Letzte sein, der ein solches erhält. Prachtes Nagel... Der ist ein Nagel... Okay... Mama. Geh jetzt, Nagelmeister. Ich habe sonst nichts für dich. Zumindest keine Geschenke. Ich werde gleich nach oben kommen. Dann nehme ich dein Geo gerne für meine wertvollen Waren an. Ja, ja, ja. Also dieses Spiel weiß, wie es mich glauben lässt, dass ich hier doch einiges auf eigene Faust herausfinden kann. Ich glaube, ich habe so viele Sachen übersehen und nicht... Achso, das war der Weg wieder zurück zur Schnellreisefunktion. Okay. So, mein Fräulein, Grüße von deinem Ehemann. Nada. Ewige Ruhestätte. Okay, haben wir zumindest das. Was ist das hier? Bahnnadel. Diese Bahnen klingen sehr fortschrittlich. Diese Käfer aus der fernen Vergangenheit müssen ganz schön schlau gewesen sein. Diese Nadeln sollten sich perfekt dazu eignen, um den Standort einer Bahnstation festzuhalten. Okay. Kriegergrab. Moment, wispernde Wurzelnadel. Konfa erzählt mir oft von diesen seltsamen wispernden Wurzeln, die er immer wieder sieht. Ich habe einige Nadeln angefertigt, sodass du selbst aufzeichnen kannst, wo sie sich befinden. Oh mein Gott, ich nehme glaube ich dann das Krieger... Ich nehme das Kriegergrab-Gedönsel mal. Das heißt, die Karten werden jetzt damit aktualisiert. Es wäre so cool, wenn ich hier rauszoomen könnte aus... Geht das irgendwie? Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber es... Ich habe doppelt drauf getrippelt, glaube ich. Also Kriegergrab. Dingsies. Das sind... Dingsies halt. Okay. Ich meine, es wäre durchaus praktisch gewesen, wenn man denen man schon begegnet ist in irgendeiner Form. Oh mein Gott. Also die nächste Bahn sind hier bei den Palastgründen, oder die nächste Bahn ist scheinbar hier bei den Palastgründen oder bei der Station des Königs, um wieder dahin zurückzukehren, wo ich einmal gewesen bin. Und, stimmt, wir hatten noch diesen Turm hier. Oh mein Gott. Und ein Träumer. Okay, wir haben, die Träumer werden auf der Karte aufgezeigt. Ach so, okay. Dann haben wir die mehr oder weniger noch gar nicht richtig gefunden. Doch, außer den einen. Aber, ah, da ist ein Grab. Ich sehe es. Okay, sie werden auf der Karte aufgezeichnet. Das ist ja steil. Oh mein Gott. Ist die Frage, wo wir jetzt hinwollen. Okay. Also, ich habe gerade völlig das Händchen dafür verloren, wie viel Zeit wir verbracht haben. Aber, oh Gott. War das die versteckte Station? Ich nehme mal eben die versteckte Station. Ich weiß nämlich nicht, wo das sonst hingeht hier. Wir sind... Oh, das ist okay. Aber wir sollten uns... Oh Gott, das geht ja noch weit. Wir sollten uns... Moment, da war jemand. Achso, das war die Leiche von König Louis? Vielleicht ist mein Nagel noch nicht so weit. Also, vielleicht muss mein Traumnagel stärker werden, damit ich da weiterkomme oder sowas. Sonst, irgendeinen Grund muss es geben, weswegen ich diese Essenzen sammeln soll. Aber nun gut, das kriegen wir gegebenenfalls hin, wenn wir die genug Geld haben, um die Bäumchen auf der Karte feststellen zu können. Gell, mein kleiner Schnubbel? Ho, ho, ho. Moment, da war was. Achso, das ist die Cornifer-Dings. Aber ich habe die Karte ja schon. Haha. Pro Karte.
Ja, ich wollte dort oben entlang. Dorthin, zurück. In die Freudenbehausung. Moment, ist das die Freudenbehausung? Ja, es ist die Freudenbehausung. Es ist nur die Frage, ob wir den Bahnvorstand nutzen können, um die Bahn hierher zu rufen. Oh Mann, es ist meine eigene Privatbahn. So muss der ÖPNV sein. Ich liebe es. Dann kann ich mich hier nochmal ruhen. Wobei, ich sollte erstmal fahren und dann ruhen, weil dann bin ich da, wo ich hin will und ruhe dann. Und dann, wenn ich sterben sollte, kann ich, nur wo ich vorher geruht habe, wieder rauskommen. Und dann sind wir alle mehr zufrieden oder zufriedener. Ich bin der einzige Passagier, keine Assis neben mir. Ula, 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 ula. Ula, ula, Kork am Ring. Achso, das... Wo bin ich? Ach da, du, 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 du. Lalalede. Oh Gott. Ah! Ark! Was zum Teufel war dumm? Okay. Da Fugi die... Okay, geh ich mal hier rein. Wie ist das? Da war doch eben... Was soll's? Der Schwarm. Oh, man kann ja vielleicht doch... Kann man hier durch? Oh Gott, es ist super fett. Oh, es stößige Stößel aus. Boah, bist du fett. Oh Gott, was hat mich da erwischt hier? Ich glaube es nicht. Oh Gott, es macht auch wieder alles 2 Schaden. Aber dafür gibt's Pull. Oder sowas. Gipi, gipi, gipi. Ach so, da komme ich nach oben. Na komm her, kleines Vogelvieh. Mein kleiner Brutzler. So, aber wir merken uns, ich möchte immer noch zurück zum letzten Meister, um meinen Nagel, meine neue Nagelfertigkeit in dieser Puppe auszuprobieren. Weil ich immer noch glaube, dass sie in irgendeiner Form dafür da ist, dies zu tun. Oh, ich hasse dieses Gesumm, Summ, Summ. Summi, Summi. Das mischt. Es lohnt sich. Aber das war schon echt ein mieses Versteck, quasi direkt über diesen Stachel. Lop, lop, lop. Lop, oh, lop, lop. Lop, oh, lop. Frage mich, ist das der einzige Zuweg in dieses Subgebiet hier? Das ist ja voll versteckt. Was haben wir denn hier in diesem Honigteil? Lecker, 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 lecker. Oh, es ist Riesensummi. Oh, Fressor. Oh. bist du tot? Das ist mal gar nicht übertrieben. Okay. Wie kriegt man diese... Wie kriege ich die? Ah, okay, ich... Einfach rausbrechen. Okay. Haha! Ist das auf der Karte quasi drauf? Es ist auf der Karte quasi drauf. Okay.